wie der Westfale zu sagen pflegt. Ottmar Hitzfeld braucht für die paar Meter vom Auto in die Kabine handgestoppte 3 Minuten 57. Schwarz-gelber Alltag. Und den kennt er bereits seit 3 Jahren. Bundesliga-Rekord. So lange hat es hier noch keiner geschafft. Mit der Borussia. Ich habe Höhen und Tiefen erleben dürfen und eine enge Verbundenheit auch mit dem Präsidium, auch mit sehr vielen bekannten Freunden, die man jetzt hier wieder getroffen hat. Und von daher ist schon eine enge Beziehung entstanden zum Ruhrgebiet, wo man sich doch auch identifiziert. Und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, weil die Leute hier sehr ehrlich sind. Sie sind sehr hart, aber sie sind auch herzlich. Sie sagen die Meinung, sie können schimpfen, aber sie können auch loben. Und das macht mir Spaß. Und den Fans macht's auch Spaß. 29.000 Dauerkarten, unzählige Autogrammkarten. O.H. ist bekannter als der Oberbürgermeister. Er ist ein ruhiger, sympathischer Mann. Er teilt Leute die Kräfte ein. Wenn Stammspieler ist, der bleibt auch drin. Der macht solche guten Übungen. Ja. Und lässt die Spiele auch gut laufen. Mir gefällt er. Als Frau gefällt er mir natürlich. Und als Trainer denke ich, die Erfolge sprechen für ihn. Seine Borussia trifft und trifft. 6:0 Punkte, 12:2 Tore. Die Lobeshymnen werden laut und lauter. Aber warum es denn jetzt so gut läuft plötzlich, darüber streiten die Fußballweisen. So mancher in Dortmund vermutet, weil einige Spieler den Verein verlassen haben. Die sogenannte Neidabteilung sei aufgelöst. Die mit dem Leitsatz, lauf du doch, du bist doch der Millionär. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es die Spieler, die weggegangen sind, daran schuld waren, dass der Neid aufkam. Sondern es ging einfach darum, dass vielleicht generell in der Mannschaft nicht der Zusammenhalt war und die Enttäuschung einfach sehr groß war, als wir eine negative Serie hatten. Und das hat nicht mit einzelnen Spielern zu tun, sondern generell innerhalb der Mannschaft war die Enttäuschung so groß, dass man Sündenböcke gesucht hat, was ja oft auch im Fußball der Fall ist. Vor einem Jahr Dauerregen in Schwarz-Gelb. Schlecht gestartet, schlecht gespielt. In der Rolle des Sündenbocks Millioneneinkauf Karl-Heinz Riedle, der einfach nicht zu seiner Form fand. Und das gab Anlass für Ärger, Neid, Intrigen. Wiederholung nicht auszuschließen mit der Rückkehr von Superstar, Superverdiener Andi Möller. Wir haben auch mit dem Mannschaftskapitän gesprochen, mit einigen anderen Spielern. Und die haben ganz klar gesagt, ja, wir wollen wirklich auch die besten Spieler haben. Wir sind ja nicht neidisch, jetzt, ob der jetzt mehr verdient oder nicht. Wir wollen erfolgreich sein. Und der Andi Möller hat ja hier schon eine erfolgreiche Zeit gehabt. Und das haben wir uns wirklich sehr gut überlegt. Und von daher sehe ich überhaupt keine Bedenken, ihn zu verpflichten. Möller überzeugte bislang. 3 Treffer beim 6:1 in Köln. Und beim folgenden Tor kommt der Trainer richtig ins Schwärmen. Reporter Ottmar Hitzfeld. Stefan Reuter auf der Seite, Ballerkämpf gehabt und mit dem Andi Möller bekommt Ball, spielt Doppelpass mit dem Kalle Riedle und der mit dem Absatz legt da auf Andi Möller. Das war ein ähnliches Tor mal mit Netzer und Gerd Müller gegen die Schweiz im Länderspiel. Das war fast die gleiche Situation. Also die Stars spielen wie Stars, Betriebsklima intakt. Und es gibt noch einen Unterschied zur letzten Saison. In der Mannschaft herrschen klare Verhältnisse. Der Chef heißt Matthias Sammer. Ich würde sagen, in der letzten Saison waren noch Hierarchiekämpfe und Matthias Sammer war noch nicht so integriert. War erst ein halbes Jahr bei uns, hat zwar erfolgreich gespielt, zum Einstand gehabt, aber hat sich im letzten Jahr durchgebissen und im schlechten Jahr, wenn die Mannschaft schlecht spielt, da zeigt sich ja auch, wie wertvoll ist ein Leistungsträger. Und Matthias Sammer hat eigentlich sehr beständig gespielt, war der beste Spieler, hat sich durchgebissen und hat sich zum großen Vorbild innerhalb der Mannschaft entwickelt. Und weil sich derzeit alle lieb haben, gibt es reichlich Komplimente. Der Trainer sei zum Beispiel dem US-Filmstar Clint Eastwood wie aus dem Gesicht geschnitten, fast und überhaupt. Ich kenne ihn über 1,5 Jahre und habe ihn kennengelernt als sachlichen Trainer, der eigentlich bei Erfolg und Misserfolg gleich bleibt. Also kann man auch schlecht in die Karten schauen. Hatte ein sehr, sehr gutes Image öffentlich in der Mannschaft, ist er sehr geachtet. Aufgrund, habe ich gesagt, seiner Sachlichkeit und auch fachlichen Qualitäten. Und letztendlich ist es dann auch wichtig, dass ein Trainer irgendwann Erfolg hat. Und der hat hier in Dortmund schon ein bisschen Ordnung reingebracht. Viele sagen, er wäre ein autoritärer Kumpel. Was sagen Sie?
Autoritär ist er auf jeden Fall. Mit Kumpel, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Aber ich glaube schon, dass man mit ihm Pferde stehlen kann. Kann schon sein. Wenn, dann ein leiser Pferdedieb. Vielleicht zu leise. Er ist normal nicht der Typ Peitschenknaller, einer, der still leidet. Der Mathematiklehrer und die Unberechenbarkeit des Fußballs. Viele vermuten, seine schwere Darmoperation zu Beginn des Jahres stehe im Zusammenhang mit dem ungeheuren Stress beim BVB. Nein, das hat mit meinem Beruf nichts zu tun. Das hat mir auch der Arzt ganz klar gesagt. Der Professor wurde sehr gründlich besucht und ich habe eine Divertikulitis, das heißt, dass man Probleme hat am Darm, aber das bricht nicht aus. Es haben 20% der normalen Bevölkerung, also alle Gesellschaftsschichten und alle Leute, ob Stress oder weniger Stress. Aber mir kamen verschiedene Umstände dazu, mit verschiedenen Spritzen, Medikamenten, sodass sich das Ganze entzündete. Also ich muss auch keine Angst vor der Zukunft haben. Hitzfeld hat ein paar Kilo draufgelegt und ist wieder richtig gut drauf. Der einzige Torjäger des VfB Stuttgart. Der Gentleman mit klaren Prinzipien. Vorbildfunktion, die ist besonders wichtig. Ich war früher als Kind sehr, sehr jähzornig und habe nachgetreten auf dem Fußballplatz. Das war nie rot gehabt, da konnte ich mich immer noch beherrschen. Aber ich war auch streitsüchtig und zu Hause musste ich auch immer meinen Kopf durchsetzen. Und mittlerweile dann habe ich gesagt, ich muss toleranter werden. Und ich habe Hermann Hesse mal gelesen und da war ich irgendwie fasziniert von diesen Büchern. Und das war eigentlich auch, waren die ersten Impulse, um mich zu ändern. Das ganz normale BVB-Fieber. Kann sich da ein Trainer wirklich noch zurückhalten? Liegen tatsächlich keine schwarz-gelben Trikots im Schlafzimmer? Nee, überhaupt nicht. In meiner Wohnung habe ich keine Pokale aufgestellt und keine Erinnerungen, sondern da bin ich nur für meine Familie da und da möchte ich mal abschalten und die Freizeit mit meiner Familie verbringen und wirklich abgeschottet sein. Auch war noch kein Fernsehteam bei mir in der Wohnung. Das möchte ich auch nicht, denn das ist alles tabu und man muss sich auch irgendwann mal zurückziehen können, denn der Rummel ist ja extrem groß, überall, wo man hinkommt. Dortmund träumt vom vierten Meistertitel, doch in München klingelt der Wecker. Beckenbauer meint, diese Borussia bleibe nicht lange an der Spitze. Taktische Mängel und in der Abwehr viel zu anfällig. Und es war eine riesige Motivation für die gesamte Mannschaft, für alle Spieler. Und den Artikel haben wir sicherlich aufgehoben für die weiteren Spiele als Ziele für uns. Und der Franz hat bestimmte Mängel hier entdeckt in unserer Mannschaft und die haben wir jetzt versucht abzustellen. Komm, Pause! Hey Thomas, ist richtig so. Und darf ich nicht in den Zweikampf gehen? Bei Überzahl ziehe ich mich wieder zurück. Mängel erkannt, Mängel abgestellt, vielleicht. Ottmar Hitzfeld ist ganz ehrlich. Am liebsten wäre ihm, so erzählt er, wenn die Saison heute schon vorbei wäre. Alle Borussen sind sich einig. Es wird schon irgendwie klappen mit der Meisterschaft. Die Frage ist nur, wann?